Ach, das ist schön. So langsam ergibt das einfach einen Sinn. So, holen wir schon mal den wieder raus. Ja, Gang. Ich bin Wurmi. Ich bin Wurmi. Wurmi, Wurmi. Ach, ich krieg wieder Schaden. Das ist nicht so schön. Lass mich vorbei. Das sind Stacheln. Wie aus kann man die auch betätigen? Okay. Das hier ist eigentlich, finde ich, mit meiner Lieblingsposition gerade. Weil man die Gegner hier eigentlich super töten kann. Ach so, die gehen einfach gegen. Okay, komm, 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 komm. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Na, dann pull ich euch einfach nochmal zurück. Machen wir uns es doch nicht schwieriger, als es bereits ist. So. Ab. Dann sind sie gestuckt. Auch Gott so schön. So, dann komme ich hier nicht lang. Das ist nicht so cool. Aber hier, das wird dann noch easy going. Wenn ihr einfach gleich darüber gehen wollen. Dann macht es. Combo. Wunderbar. Aber da kommen noch ein paar Viecher. Das ist leider nicht mehr aktivierbar. Das ist schön. So. Nachdem die Panik der ersten Runde weg ist. Ach so, genau. Das war dafür. Okay. So, das ist schön. Nein! Bin ich doch wieder drauf getreten. Hilf, ich bin wahnsinnig. Ich wollte da nicht drauf. Ich wollte da hinten ins Feuer bringen. Eieiei. So. Machen wir uns jetzt erstmal einen ruhigen Tag. Mit ein bisschen flambierten außerirdischen Marienkäfern. Ah, wieder zu spät. Ach, scheiße. Dann kümmern wir uns jetzt um das Vieh. Ganz spontan. Mit unserem Ball. Ach komm schon, wegen den doofen Planken da oben. So, Runde 2. Okay, der Ball kann dem leider nichts anhaben. Um möglichst lange zu überleben, weil jetzt haben wir zumindest ja etwas über die Map gelernt und über die einzelnen Knöpfe, wie sie funktionieren. Jeder einzelne Knopf, okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen erklären, auch für mich selber. Jeder Knopf macht anscheinend eine Art von Falle aktiv, wie zum Beispiel diese hier. Das ist eigentlich mit das beste Beispiel, um das gerade mal zu zeigen. Mensch. Ja, und solange die alle dagegen laufen, ist das wunderschön. Hilfe. Ah, und das ist auch eine Hilfe! Schöne Falle! Ah! Ah, shit. Okay, hier kommen keine Bomben von oben. Ich glaube, dann schaue ich jetzt erstmal nach, was dieser. Dieser starke Verbündete denn bringen soll. Ja, okay, komm. Sie haben einen mächtigen Verbündeten. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wer oder was dieser mächtige Verbündete war. Die Teile explodieren mir ein bisschen zu schnell. Komm, Böcke. Ausweichen nicht so ganz funktioniert. Versuchen wir es nochmal hier unten mit dem Feuer. Das nicht aktivieren, weil da kommen die komischen Sägen. Das ist nicht so schön. Und es ist sehr gut, dass es hier nur einen Spielerschalter gibt. Und keinen Monster-Schalter, dass die Monster das aktivieren können. Das wäre fatal. Das sollte ich jetzt auch nicht drücken, weil das wäre schlecht für meinen Rückweg. Das auch nicht, weil da bin ich gerade auch lang. Damit ich hier mal wieder hoch kann zu dem, wie ich finde, sichersten Ort. Ach, das ist auch schön, ne? Direkt hier. Gegner-Typ. Wow. Töten. Alles tot. Kleine Insekten. I'm so afraid. Naja. Vorhin ist man schon ein bisschen
ängstlich, wenn die Viecher einfach mal um die Ecke kommen, womit man einfach überhaupt nicht rechnet. So, einer scheint irgendwo noch kommt zu dümpeln. Okay, der ist etwas langsamer, das heißt, ich schaue mir jetzt erstmal wirklich an, was dieser Verbündete uns bringt. Vor allem, wo der herkommt. Ja? Sie haben einen mächtigen Verbündeten gerufen. Wo ist der denn? Ich hab's nicht gesehen. Fuck. So, das müssen wir uns wahrscheinlich ohne den mächtigen Verbündeten zurechtfinden. Aua. Naja, wir haben zumindest noch 150 Lebenspunkte. Das wird eine recht spannende Sache. So, kommt alle mal. Kommt. So, Triple Kill. Vierfach. Fünffach. Na, die Gegner sind leider etwas intelligenter. Muss man das nochmal? Ach so, genau. So, hier unten war leider nichts. Das heißt, dieses Gebiet kann man gut zum Laufen benutzen. Sehr gut zum Laufen. Irgendwo bin ich auch sehr froh, dass sie das hier so als Minispiele hinzugefügt haben. Und nicht, dass die das einzeln im Game zum Beispiel gefordert haben. Sag ich mal, rein nach dem Motto, ja, hier, du bist jetzt in der Story so weit gekommen und jetzt musst du hier so und so viele Wellen an Gegner überleben. Das wäre auch ein bisschen hart, glaube ich. Fuck. Komponenten oder was? Ja, da kommt einer von denen. Das ist jetzt nicht so viel. Die sind wieder auf sich allein geschickt. Au, hab ich gerade echt 50 Schaden bekommen? Okay. Hexe, Hexe. Ich weiß immer noch nicht, was das mit diesem komischen Verbündeten auf sich hat. Falls ich das selber nicht mitkriegen sollte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil ich erkenne da gerade noch nichts. Ich erkenne da kein Muster. Ich weiß nur, dass der Wurm sich da irgendwie umdreht oder... Okay, da sollte ich auch nicht mehr lang. Und hier kommt wieder eine der Bomben. Dann locke ich die jetzt. Na, locken ist jetzt hier ein bisschen doof. Oder geht ihr da rein? Und dann gilt das nur für die, die von oben kommen. Das wäre auch blöd. Das reicht doch. Nicht, schade. Ah, noch 60 Lebenspunkte. Die alle mit dem Ball zu töten, ist auch ein bisschen schwierig. Ah, da sind ja viele. Oh la la. Hey, das war doch mal ein schöner Kombo. Okay, da sind wieder komische Feuerhundis. Also unter Umständen kann so eine Survival Maps ziemlich lang dauern. Wir sind jetzt gerade ja wieder in der dritten Runde. Das war die Säge. Sägen. Das erinnert mich immer wieder an Super Meat Boy. Das gab es ja letztens auch im Humble Bundle 5 zu erwerben, wozu ich auch ein kleines Video gemacht habe. Ich hoffe, das konnte einige Leute darüber informieren, sodass sich einige Leute das auch gekauft haben und zugleich andere Leute, sprich die eigentlich Macher der Spiele, unterstützen, weil... Das sind durchweg eigentlich Top-Games. Ich habe jetzt alle mal so ein bisschen angespielt. Und ich bin fast schon einfach nur überwältigt, weil... Das sind alles Indie-Spiele, alles Indie-Titel. Darauf kann man aufbauen, auf jeden Fall. Vor allem muss man bedenken, das sind die... Ui, wo kommst du denn hier? Das sind die Leute, die die Spiele von morgen machen. Zumindest, wenn sie auch weiterhin so motiviert bleiben. Und ihre Sachen weitermachen, ne? Sind die Leute von morgen, die Indie-Games machen, ne? Zu langsam. Yay. Wow, Hilfe! Lass mich! Have fun, explodiert schon.
Das ist schön, dass der Ball da jetzt so gut liegt. Oh, das ist richtig gut. So, wunderbar. So, dann kann ich den Ball eigentlich auch noch mal nach oben schieben. Ach so, von dort kommt es auch welche. Wow, und von oben kommt wieder welche runter. Sehr schön. So. Dann gehe ich einfach in die Richtung und wälze alles platt mit dem Ball, obwohl ich das nicht sehe. Gag. Boah, da kommen ja immer noch mehr. Das ist nicht gut. Das ist gemein, dass ich die mit der Kanone selbst nicht platt walzen kann. Nochmal Combo 1. Was heißt das? Combo 1. Habe ich da hinten noch einen gesehen? Nein. Nein. Ah, doch, da unten. So, Runde 4. Jetzt sind wir schon mal weiter als vorhin. Wir kriegen jedes Mal noch wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte. So, und ei, da sind... Eieiei. Gut. Jetzt heißt es wieder viel ausweichen und vor allem aufpassen, weil... Oh mein Gott. Nein, lasst mich. Und wieder 40 Punkte Schaden genommen. Das ist doch heftig. Vor allem, wo spawnen die immer? Wo kommen die runter? Das lässt sich, glaube ich, nicht so genau sagen. Damn. Gut. Bang! Combo 2! Das ist schön. Das ist super. Was auch immer Combo sagt oder mit uns macht. Weil mehr Lebenspunkte kriegen wir... Mehr Lebenspunkte gibt uns das ja leider auch nicht. Und hier können wir das eigentlich echt gut ausnutzen, dass wir mit dem Springen etwas schneller sind. Schuss auf Screen. So. Ach genau, das gab's ja wieder. Dann hole ich mal wieder unseren komischen Verbündeten. Von dem ich nicht weiß, ob er existiert oder nicht. Okay, wir haben... Wenn wir dieses komische Teil aufnehmen... Oh. Wenn wir diesen Totenschädel aufnehmen, dann können wir anscheinend... hallo. Kurzzeitig mehr Lebenspunkte bekommen. Zumindest ist mir das gerade aufgefallen. Was passiert denn hier? Hier kommt Wasser. Wasser tötet? Oh! Ja, natürlich, Wasser tötet die. Stimmt ja. Aber ich überlebe das. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ah, das... What the? Feuerball? Oder was war da los? Ah, da hinten ist wieder der tolle Schädel. Jetzt muss ich mal genau aufpassen, ob ich dadurch wirklich Lebenspunkte kriege, wenn ich damit mehrere Gegner töte. Müssen die halt nur ankommen. Muss ich die mal versuchen zu locken? Sodass möglichst viele hier hinten kommen. Und dann muss ich mir nur den Weg frei halten, dass ich auch dorthin komme. Zum Beispiel so. Ja, ich habe etwas Leben dazu bekommen, glaube ich. Und hier hängt einfach ein Stück Bein in der Luft. Oder bleibt einfach aufrecht stehen. Das ist auch schön. Ne? Das kann man auch gut machen. Wunderbar. Das ist wieder dieser komische Feuerspuckhund. Oder was ist das überhaupt? Ich habe doch keine Ahnung. Richtig erkennen kann man es auch nicht. Naja. Aber das sieht so aus, als wenn wir die vierte Runde auch ganz gut überstehen würden. Ah, lauf dagegen, lauf dagegen. Jawohl. No more fire dogs. Watch it, dogs. So, das ist schön. Hier unten gibt's... Ah, das mit dem Wasser ist eine super Notlösung, falls man echt mal Probleme hat. Da sind noch vier Gegner. Was haben wir hier? Von hier kommt nichts. Austricks! Geil! Alle Gegner sammeln! Da kommen wieder Gegner von oben! Wow! Okay, okay, okay. Das wird schwer, das zu erreichen.
Aber es ist nicht umsonst ein Survival-Spiel. Oh shit. Oh shit. Lass mich dran vorbei. Yes. 250 Lebenspunkte. Das habe ich mir verdient. Das darf ich doch sagen, ne? Oh, für einen kurzen Moment hatte ich so einen Sch. So. Ach, häng. Oh, stimmt ja, hier ist ja der Wurm. Ich bin wieder weg. Holen wir Wasser. Wir mit Wasser. Könnt ihr alle sterben. Alles stirbt. Selbst die Insekten. Oh, ist das geil. Ja, komm. Nein! Feuerball! Plus! Okay. Interessanterweise geht der Feuerball durch das Wasser. Das muss ich mir auch merken. Combo 3. Sehr schön. Gehen wir mal wieder hier hoch. Holen uns unseren komischen Verbündeten, der den Wurm ablenkt. Ich glaube, der lenkt auch nur den Wurm ab. Etwas anderes. Das sieht er ja gerade auch nicht mehr. Ach so, der Wurm gehört dann zu uns? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ah, das kann man natürlich geil benutzen. Wenn der Wurm auf uns hört, heißt das zugleich, dass wir den ja... dass wir den gegen die Gegner einsetzen können. Das ist ja super. Wow, wieso kommt der von oben? Das tut weh. Ja, Feuerhundi macht Feuer, alles klar. Ich laufe mal darüber. Yeah, einfach alles töten. Combo 1. Combo 2. Wegstoßen. Das ist schön, dass wir jetzt mittlerweile immer mehr Lebenspunkte kriegen. Sodass wir den ganzen Schmarrn auch wirklich überleben können. Der Ball ist zu entdecken. Dann hole ich mir nochmal den Wurm als Freund. Ah, shit. Nein! They are guarding. They are guarding the evil worm garden. So, das heißt, du greifst mich jetzt nicht an, ne? So habe ich das richtig verstanden. Super! Das ist ja mal sehr nützlich. Komm mal her. Sie sind wieder auf sich allein gestellt, ja. Okay, der Ball hängt fest. Oh, ein Ank. Das gibt anscheinend Lebenspunkte. Gibt das permanent die Lebenspunkte. Und wir sind mittlerweile in Runde 6. Das ist schön. Okay, so können wir mit dem Ball schon mal wieder einige umbringen, glaube ich. Jawoll. Reicht schon mal für ein Kombo, Alter. So, ab nach unten. Ausdrücks. Eigentlich schade, dass unsere Fähigkeiten so stark limitiert sind. Dass wir eigentlich nur... Naja, wir können springen. Und wir können die Gegner einzeln wegstoßen. Verwirren. Uhaha. Aber sonst bleibt uns nicht viel Spielraum. Nee, jetzt will ich die nochmal rösten. Rösten. Ich will Feinde braten. Weil wann kriegen wir hier unten denn mal etwas zu essen, ne? Wir kommen hier doch nie lebend raus. Aua! Feuer. Feuer tut Aua. Besonders wenn es nicht mehr so Feuer ist. Ja, ist tot. Mist, ich getroffen. Schnaps gesoffen. Egal. An sich läuft das hier oben ja auch schon super. Ob man sich so sehr gut verteidigen könnte? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich bräuchte ich nicht viel mehr. Okay. Ja, da macht man Feuer. Alles klar. Muss man nur strategisch ein bisschen aufpassen, wie man die Sachen setzt. Sonst sterben.
So, alle zurück. Ja, das ist auch eine sehr gute Taktik, dass wir die Gegner mit dem Ball ja zurückdrängen können. Wenn wir wollen. So. Okay, so viel zu der Taktik. Das hat sich jetzt erledigt, dadurch, dass wir den Ball selber runtergepfeffert haben. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt mal wieder mit der Wassertaktik beschäftigen. Wo war das Wasser? Hier war das Wasser, ne? Hui! Nein, da will ich doch nicht hin. Ah, das ist schön, da kommen wieder so viele. Kommt mir hinterher, ihr Feinde! Duty, bloody scream, so real. Duty calls. Alle tot, da hinten ist so ein Feuerschmuckvieh. Solange das Wasser hier ist. Wie lange bleibt das Wasser da? Okay, das hat sich damit erledigt. Es bleibt aber lang genug da, um die Gegner in die Falle laufen zu lassen. Vor allem das ist, finde ich, mit einer der besten Fallen, die wir hier haben können. Weil man sich da relativ gut drin manövrieren kann. Und man musste eigentlich nur den Schalter drücken und warten. Weil die Gegner sowieso zu einem dazu laufen. Naja, dann geht das hier ja doch länger, als ich dachte. Komm, Kollege, du gehörst zu uns, ne? Yo, mach die anderen platt! Nom nom nom, lecker. Okay, anscheinend gibt uns dieser Totenschädel einmalig 25 Lebenspunkte dazu. Das ist auch ganz schön. Ja, getroffen. Sie sind wieder auf sich alleine gestellt. Naja, kommen wir an unseren Ball dran? Nicht so wirklich. Immer wieder ein Blickfeld darauf haben. Ja, Feuermagie. Von Magie, eine tolle Idee. Das war's wieder mit denen. Dann schnappen wir uns wieder den Ball. Oh, der Ball rollt da ein bisschen schnell weg. So, das war's mit den beiden. Wow, von hinten. Ne, von oben. Ach, hey. Reicht das noch? Ich glaube nicht. Ah! Immer wieder schön. So können wir zumindest immer auf einen 100er Pegel bleiben für die Lebenspunkte. So, wo sind denn jetzt die? Was nicht? Na komm, die Runde ist doch so gut wie vorbei. Dich habe ich leider nicht mehr erwischt. Das macht aber nichts. Machen wir dich einfach platt. So. Runde 7 von 9. Wir müssen nur noch diese drei letzten Runden überleben. Dann gehen wir mal wieder auf unsere Lame-Taktik über. Yes. Alles schön ausrichten. Und das hat nicht gereicht. Böse. Das wird ein bisschen knapp hier mit dem Platz. Aber noch gut. Oder wir kriegen doch Lebenspunkte, wenn wir Kombos machen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf damit. Auf damit. So ist das einfach sehr gut, dass man den Feind wegschleudern kann. Bevor die einem zu nahe kommen. Oder man schon eine andere Taktik. Das war ja Selbstmord. Aber es hat super funktioniert. Und das Gute ist, die kommen jetzt alle hier lang, oder? Kann man sich an sich auch gut verstecken. Bis die Gegner kommen. Denn dann gibt's wieder mega geile Wasser-Action. Und alle springen ins Wasser und ich krieg trotzdem Schaden. Warum das denn? Wieso ist...
Wieso könnt ihr unter Wasser gehen? Was? Ich bin verwirrt. Na gut, du machst gut Feuerzauber. Wir weichen dir einfach mal aus. Ich würde gern wieder so einen ganz, ganz tollen Totenschädel finden wollen. Damit ich wieder auf meine 100 Lebenspunkte komme. Nur den müssen wir jetzt erstmal wieder finden. Hier lang. Hier lang. So, und jetzt müssen wir schnell genug durch, damit wir die Säge aktivieren können. Und jetzt heißt es Schnetzelparty à la Super Meat Boy. Na denn, wir haben jetzt die 7. Runde auch halbwegs geschafft. Das ist super, das ist schön. So. Was war es mit dem Kleinen gewesen? Dann war da noch mehr auf uns zu. Und dann gehen wir mal wieder nach oben. Ach je, ach je. Ich bin schon irgendwo froh, dass hier nicht diese Gorillas kommen. Weil darauf hätte ich sichtlich keine Frage. Oh, oh, oh. Ich bin gewillt, gleich mal etwas auszuprobieren. Weil hier unten tummeln die sich gerade so schön. Oh, das ist schön. Ein Zweierkombo. Yay! Dann können wir das auch mal wieder aktivieren. Und wir sind runtergefallen und haben Schaden gekriegt. Das wird ein 1er-Kombo? Oder nicht? Auch Schaden. Naja. Ah, immer dieser lange Weg, den wir zurücklegen müssen. Und dann kommen wir wieder hier aus. Putti, wo bist du? Holen wir uns. Ei, erstmal wieder unseren Freund. Das ist ein Totenschädel. Ich hab's doch gewusst. Bam! Ist einfach reingejumpt. Hallo, Wurmi. Wie geht es dir? Muss ich selber nur aufpassen, dass ich da in den Wurmi nicht reinlaufe. Sie sind wieder auf sich allein gestellt. Yep. Juhu! Einfach mal hier lang gehen. Jetzt hier wieder tolle Grillparty. Oh mein Gott, kommen da von oben viele. Aber leider nur eine 1er-Kombo. Schade, schade, schade. Wo ist eigentlich mein Ball? Ich will den Ball wieder haben. Meine Kugel. The Ball. Komm zu mir zurück. Da bist du ja. Aber was sich immer noch nicht gelöst hat, ist die Frage, ob es sich hier um Zombies handelt oder doch um diese Tepetl. Dieses komische Alien-Volk, von dem auch das UFO war. Hey, alle tot. Sehr schön. Nur noch 2 Runden müssen wir überleben. Und dann werde ich wohl einen kurzen Cut machen. Eieiei, weil das die Survival-Maps brauchen doch länger als gedacht. Komm, beweg dich doch da rein. Danke. Kurz die Nase stupsen und schon. Bam. Und jetzt mal wieder runter. Viel Spaß mit den Bomben, liebe Kinder. Ich wünsche euch ein vielversprechendes Angebot. Ja, okay. Da passiert nicht sonderlich viel. Es sind nur 2, 3 Bomben, ne? Wapp, doink, doink, boink, boink, Feuer, Kopf. Ach so, da war noch so ein. Alles klar. Naja, Hauptsache es kommen keine Gorillas oder keine dieser komischen. Dieser komischen Wächter mit diesen Gears of War Rüstung. Gears of War! Oho. Ich weiß nicht, wo wir landen sollen, was gerade effektiv wäre.
Eigentlich müssen wir die Gegner mal wieder sammeln, ja? So, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Ah, das war gut geschützt, oder? In letzter Sekunde. Da, wo kommst du her? Knack. Spielen wir mit Knacks. Na, man kann sich relativ sogar mit dem Ball selbst verteidigen. Oh, das ist schön. Das war ein schöner Kill. Nein. Das war ein schöner Kill-Kombo gewesen. So. Ja, machen wir. Geht alles in die Luft. Wer macht so rum? Und hier bringen wir wieder alles zum Explodieren. Oh, Wasser. Ich hoffe, dass das Wasser jetzt etwas mehr bringt als gerade, weil... Na, no, nicht aufgepasst. Ach, die können sich auch selber abschießen. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Na, das gibt einem auch mal so ein bisschen Ruhe. Wow, ich hätte aber nicht gedacht, dass die Survival Maps doch so umfangreich sind. Ne? Gibt's ja doch viel zum Überleben hier. Geht's Feuer! Geht's Feuer! Aua! Das aktiviere ich jetzt besser nicht, sonst komme ich da nicht mehr raus. Hopp, hopp, das war hierfür gewesen. Und das war auch nochmal dafür. Wo ist denn jetzt der Schädel? Ich würde den Schädel auch gerne mal wieder benutzen. Naja. Aber wir haben jetzt auch die 8. Runde zu etwa 50% überlebt. Wieso hängt der Ball? Das ist nicht so schön. Aber das ist schön. Ihr müsstet das sehen, wie ich mich hier manchmal so nach vorne lehne, weil ich eher das Gefühl habe, dass ich dem Ball dann noch etwas mehr Schwung geben kann. Ei, das war knapp. Nein, Ball! Ach, ich hasse dich. Du bist nicht kooperativ. Ja. Es sind drei. Drei dieser komischen explodierenden Bälle, die kommen. Aber ich den. Das wäre jetzt wunderbar, wenn der Ball da um die Ecke käme. Der kommt. Da ist er. Au, das hat leider wehgetan. Oh yeah, oh yeah, das war schön. Wunderbar, und es geht weiter. Hinter mir ist einer. Hinter mir sind zwei. Hinter mir sind viele. Wow. Autsch, nein, nein, not good. Zickzack, zickzack. Combo Killer. Um Lebenspunkte zu holen, bitte. Der Ball ist zu weit weg. Wo ist der Schädel, wenn man ihn braucht? Ach, scheiße. Wir müssen erstmal wieder einen Ball finden. Oder einen Schädel. Nein! Wow! So, Ball gefunden, nicht ins Feuer springen. Oh Gott, das wird ja gerade doch noch eine ziemliche Adrenalinparty hier. Wow! Dem sollte man ausweichen. Wow, ja, ja. Jetzt wird es doch wieder spannend, ne? Entgegen aller Erwartungen. Wow, da ist wieder Feuer. Wir haben wieder unseren Kollegen. Und da, da ist der Totenschädel, der Totenschädel. Jawohl, ist jetzt egal, ob ich damit irgendwie umgebracht habe oder nicht. Mir war es jetzt erstmal wichtiger, dass ich wieder ein bisschen Leben habe. Ein bisschen aushalte. Heieiei. Diese Schießwütige. Sie sind wieder auf sich allein gestellt. Ja, das ist leider nicht so schön. Wow. Drei Lebenspunkte. Nein, vier. Wegen Kombo. Wieso leuchtest du? Naja.
Kann mir eigentlich schon relativ egal sein. Hauptsache, ich überlebe den Scheiß hier. So viele mit Fernkampf. Hilfe! Noch ist er mein Freund, der Wurm. Noch ist er mein Freund. Ah, shit. Jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt. Wow, das hört sich an wie eine komische Geometrie. Oh, ja. Wunderbar. Und yes! Ab in die letzte Runde. Leute, ah, ist das schön. Ist das schön. Gut, habe ich die doch noch erreicht. Wunderbar. Aber der Ball kommt nicht zu mir. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Naja. So, erstmal wieder nach oben. Ein bisschen Luft schnappen. Nicht für den. Peng. Ah, you think you're smart? Okay, ihr seid ein bisschen viele. Bams. Autsch. Zum Glück habe ich ja den kleinen Puffer an Lebenspunkten. Sodass mir die Schadenspunkte noch relativ egal sein können. Na denn. Da vorne kommt uns wieder etwas entgegen. Schön ausweichen. Das ist eigentlich die ganze Zeit die Taktik, die ich hier verfolge. Einfach an den Gegnern vorbeispringen und das relativ knapp, damit die darauf nicht so gut reagieren können. Oh, das wäre interessant. Hier kommen doch auch wieder so sackviele Gegner gleich. Oder? Wo bleiben die Gegner? Ach, da vorne sind sie. Ich freue mich. Wenn ich hier die ganze Zeit im Kreis springe, ist das ja ziemlich gut. Wenn ich hier durchkomme. Au. Au. So, jetzt kommt. Und Sam. Das war's wert. Definitiv. Schalter betätigen. Oh, da war sogar einer. Und weg. Und nochmal Schalter betätigen. So. Ach, wie viele das sind. Das wird lustig. Ich sehe auch schon die anderen Survival Maps vor mir. Das wird ebenfalls sehr interessant. Hopp. Schade. Das war's. So. Betätigen wir das nochmal schön. Du gehörst zu deinen Freunden. Zu deinen toten Freunden. Ja, ihr mit einem komischen Feuerzauber. Das ist gemein. Ich will den auch kennenlernen, Zauber. Mann, gib mir eine Mana-Leiste, gib mir den Zauber oder eine Schriftrolle oder ein Buch, durch das ich das lernen kann. Dann sind wir ebenbürtig. Dann schmeiße ich auch diese komische Waffe hier weg. Dann können wir einfach auf Fernkampf spielen, ne? Ich bin sowieso lieber auf Fernkampf aus als auf Nahkampf. Wie einige wahrscheinlich schon bei meinem Let's Play Hunted erfahren wurden. Weil mit Kettok reiße ich nicht so viel. Na dann. Aber Hunted the Demon's Forge, das Projekt ist ja auch schon fast durch, ne? Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier jetzt schon an diesem Survival-Ding dran bin. Das sind dann bestimmt auch schon 5, 6 Parts oder so. Weg mit dir! Und stirbt. Genau. Weil er hat gehustet. Alle, die husten, müssen sterben. Weg! Ah, shit. Combo 1. Und Schüsse Gorkowski. Aua, das war nicht nett. Und gegen Gorn ich mich gar nicht wehre. Dort hinten ist auch wieder welche. Ein Vierer-Kombo und ein Gegner. Und noch ein Gegner. Hoppa. Wir könnten auch gerne in die Kommentare schreiben, wow, wie ihr diese Survival Maps findet. Ich finde sie recht interessant. Ach, nehmen wir uns nochmal den Wurm als Freund.
kann ja bestimmt nicht schaden. Ne, wie geht's dir? Hast du Spaß? Hast du Hunger? Ja, du kannst alles fressen, was du willst. Außer mich. Ich bin ungenießbar. Bock ins Wasser. Sie sind wieder auf sich allein gestellt und wir haben die letzte Runde. Ah. Mehr als die Hälfte zu mehr als die Hälfte beendet. Das ist auch etwas für sich wert. Ich habe immer noch einen getötet. Mehrere getötet. Sind die alle doch noch ins Wasser gegangen? Au, das tut weh, Leute. Mein Gott, was habe ich denen denn getan? Nur weil ich hier wieder mit dem Ball rum bin, ne? Ah, das ist doch die schönste Manier, um jemanden zu töten. Jemanden in eine Falle reinmanövrieren. Oh yeah, oh yeah. Schutzschild aktiviert. Komisches Hochspringen aktiviert. Dich schmeiße ich da auch noch rein, bitte. Oh, ich finde es schon gut, dass man euch auch so vom Hals halten kann. Zumindest ein bisschen. Und ausweichen. Und Schaden kriegen. Ja, gehen wir mal wieder hier lang. Oh yeah, schön. Dann springen wir noch mal ein bisschen rum. Nicht dahin, das ist ein bisschen unten. Aber jetzt! Und wir haben wieder Ruhe. Ist ein bisschen. Ach so, der ist einfach drauf geblieben. Habe ich das für einen Bruchteil einer Sekunde richtig gesehen? Ach, und da ist wieder so ein Feuer. Kann man euch wegschlagen? Nein, geht auch nicht. Das ist ja. Das war auch ein Reflex zur letzten Sekunde. Na komm, wir haben das doch schon so gut wie. Wie viele werden es denn noch? Blöp, blöp, blöp. So, Delle. Auch schön. So, ihr seht, der Balken, der ist unten schon am Blinken. Wir sind so gut wie durch. Ich sag mal so, wenn man das anfängt, wie ich vor, wow, wie ich vorhin, dann kann man da schon erstmal Panikzustände kriegen, weil, oh mein Gott, wie viel kommt der erstmal auf einen zu? Darauf ist man gar nicht gefasst. Sind hier unten noch wieder Viecher? Oder ist das der Wurm? Ich hoffe. Na. Hoppa. Runter. Säge benutzen. Das ist schön. Ich sag's zu oft, oder? Das ist schön. Und das ist auch schön, was da hinten auf uns wartet. Kann ich die restlichen hoffentlich hier hinlocken. Ja, genauso mit denen da hinten. Ja, da kommen gerade wieder Leute von hinten. Haben wir etwas Spaß mit denen. Und von oben kommt auch wieder was. Kommt von hinten etwas, also von hier. Nicht, dass ich wüsste. Okay, da kommt jetzt wahrscheinlich die allerletzte Welle. Damit sind nur noch zwei übrig. Ach, nee. Wow. Okay. Auch gut. Aber die Leiste ist doch so gut wie voll. Nehmen wir nochmal unseren Wurmfreund zu Hilfe. Hallo. Hello, Worm. I may need your help. Ich sollte hier nicht zu lange verweilen, weil dieser Verbündete ist ja nicht für ewig.
Und? Wasser. Was hältst du davon? So. Auch er kann nicht schwimmen. Nur diese Viecher nerven mich. Geht ihr auch ins Wasser, wenn ihr mich nicht sehen könnt? Ja, Tatsache. Im Wasser sterbt ihr nicht, oder was? Ach, komm schon. Das ist lame. Das ist nicht fair. Kommen noch irgendwelche laufende Viecher auf mich zu. Da sind hier echt dann... Seid ihr echt die Letzten? Ihr seid das Letzte, was ich erwartet habe. Kommt doch. Ja, ist gut. Es bringt ja so gerade doch nichts. Diese letzten paar Gegner. Mensch, Mensch, Mensch. Ob der auch da durchschießen kann? Wow. Sehr schön. Nur noch ein einziger, oder? Bitte sag nicht, dass ich den Wurm auch gefunden habe. Anscheinend aber nicht. Der läuft wohl der letzte. Das war es noch nicht. Ach, da ist noch einer. Okay. Um dich kümmere ich mich lieb gern. So. Das ist unsere Statistik. Das ist ja gut? Fragezeichen. Dann sind das ja doch 4 Parts für das erste Level. 162 Käfer getötet, 123 Schildkröten. Okay, das sind Schildkröten. 397 Mumien und 175 Frack-Mumien. Frack. Frack, Frack. Ich nehme an Frack-Mumien, aber was Frack heißt, kann ich nicht sagen. Das waren aber sehr wahrscheinlich die Viecher, die irgendwas mit Feuer auf uns geschossen haben. So. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Achievement ist ausgegraut. Ach so, ja, weil ich das nicht über die Steam-Version habe. Stimmt, ja. Ja, man kann das Spiel auch nicht über Steam kaufen. Das habe ich getan, bevor ich mir Steam zugelegt habe. Das war vielleicht nicht die intelligenteste Art und Weise, aber naja. Ich würde sagen, dann machen wir hier kurz einen Cut. Ich hole mir etwas zum Trinken und dann geht es weiter mit Tenica. Bis gleich, liebe Leute.